Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cuphead für die Switch. Ich hoffe, ihr könnt noch. Ich kann auf jeden Fall und deswegen werden wir jetzt weitergehen hier auf diesem Funpark-Jahrmarkt. So, oh, was ist denn hier? Ein Gelehrter. Habt ihr schon von Quadratus gehört? Dem Wasserwesen auf dieser Insel? Seine Begeisterung für den Tod und Zahlen ist legendär. Das ist beunruhigend, wenn man zu lange drüber nachdenkt. Oh, haben wir noch nicht. Okay. Oh, hier ist eine Höhle. Ah, kommen wir noch nicht rüber. Okay. Achso, wir haben uns da ausgerüstet, haben wir was Neues. Ein neues Amulett. Die Rauchbombe. Wir testen mal, wie die funktioniert. Was ist das hier? Ach ja, Mausoleum. Da gehen wir mal rein. Das ist wieder wahrscheinlich Geister verjagen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Kann mir gut vorstellen. Das machen wir mal. Oh ja. Oh. Oh, nein! Okay, war schlecht. Komm, da mal. Okay. Oh. Oh nein! Shit! Okay, nochmal. Ein bisschen schwieriger, weil die Geister ein bisschen abgefahrener sind, aber egal. Oh nein! Was macht er denn da? Das ist, weil ich zu dicht auf dem Boden bin. Ich muss mir eine Luft schnappen, ne? Oh, kleiner Schluck aus der Buddel und dann geht's los. Na? Oh, super. Yes! So, was ist da drin? Bin gespannt. Ich wusste, dass ich noch etwas Besonderes für euch finde, wenn ich nur lang genug suche. Aber ich wusste nicht, dass ich es wieder hier festsetzen würde. Danke, dass ihr mich ein zweites Mal befreit habt. Nehmt diese magische Zauberkunst, ich versuche noch einen zu finden. Okay, was war das? Gucken wir gleich mal nach. Oh. Du hast ein neues Super freigeschaltet. Ein fieser Angriff schießt aus deinem Kopf. Horizont, nur Horizont, Bodenluft. Du durchquerst die Astralebene, um kurz unverwundbar zu werden. Na, wir behalten den Kopfschuss mal. Vielleicht ist das andere auch nochmal irgendwann praktisch, aber nicht gerade jetzt. So, wir müssen mal gucken, was wir jetzt noch machen können. Wir haben ja eine Abkürzung freigeschaltet. Wir können auch hier über den Jahrmarkt. Ja, komm, von hier hinten können wir gleich durch. Guck mal. Hier hinten noch was? Nee, aber wir können auf jeden Fall nochmal zurückgehen. Ja, gut, hier links. Abkürzung wollen wir nehmen, die ist hier. So. Haben wir schon gemacht. Flügelhäuschen. Flugaction. Ja. Haben wieder ein bisschen fliegen. Haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Mehr oder weniger. Ein Flügelhäuschen. Okay. Oh. Ein fieses Viech. Oh, shit.
getroffen. Ah, jetzt getroffen. Okay. Machen wir nochmal. Ja. Oh. Wir sind gleich schon damit. Oh nein. So viel Leben verloren jetzt. Ich schaff. Er muss doch echt auf alles achten bei dem Spiel, ne? Auf jede Kleinigkeit. Oh. Oh Mist. Oh. Oh. Hier, hier. Oh. Alter Schwede. Nicht verkehrt, nicht verkehrt, die gute. Die gute Stude. Okay. Oh, Mist. Oh, Mann. Okay, warte. Oh, ne. Wir können die andere Waffe auch mal einsetzen, ne? Bringt ihr was? Wenn die Bombe stärker ist oder nicht? Ich glaube nicht, aber probier's trotzdem mal mit der Bombe. Oh. Komm, wir schießen weiter erstmal. Oh Mann! Ach doch, nur diese blöden Kackvögel da oben, nicht auf das andere. Scheiße. Nein! Das ist nicht wahr. Was ist? Du kannst auch nicht vor den abhauen. Wenn das Ding erstmal fliegt vor dir, dann hast du verloren. Warte mal. Boom, kriegst du einen Kopf. Ah, oh, das ist der kleine Freak. Okay. Oh nein. Oh shit. Nein! War schon ziemlich weit gekommen, oder? Okay, okay, okay. Das war ja schon ziemlich weit. This match will get red hot.
Nein, oh Mann. Oh. So, küss mal einen ab. So. Was? Oh nein! Blöde Penner. Oh shit. Wollt ihr den mal auch zurückschießen, ne? Den Schuss da? Ist er rosa? Muss da nicht gehen. Ah, komm. Oh, ist er genau auf mich drauf. Ach, scheiße, ich dachte, ich hätte schon volle Power, hatte ich noch gar nicht, okay. Warte mal nochmal. Also ich kann gar nicht so wütend werden hier gerade, weil eigentlich ist es knapp machbar. Eigentlich nur, dass ich selber ein bisschen blöd bin. Oh. Das nervt ja meistens, wenn er nochmal einen zweiten hinterherjagt ab und zu. Okay. Oh. Okay, okay, okay. Aber das war schon recht gut, oder? Ja, okay, nicht so gut. Ich darf nicht so viel Leben verlieren. Oh Mann, dieses das zweite Mal raus, das ist so bescheuert. Können wir mal machen. Das können wir gleich nochmal machen. No. Ich will kein Leben verlieren da. Mal machen. A brawl is surely brewing. You're up. Warte. Ich weiß jetzt, wie ich das machen kann. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, eine bessere Technik. Oh. Gute Taktik. Nee, ich hatte vorher, wenn er nach oben geht, gehe ich nach unten. Wenn er nach oben geht, gehe ich nach oben. Irgendwie so. Na, ich hab mich drin erwischt.
Der verkackte Vogel, ey. Kann man nicht schön reden. Kann man nicht schön reden. Nee, mach doch nochmal. Kein Leben verlieren. Man findet ja überall irgendwie so eine Taktik raus. Also hier ist es wirklich gut, hier hinten zu bleiben. Denn die Eier schießen ja nur quer, aber nicht gerade runter. Und sehr praktisch, wenn sie uns hier nicht gleich treffen. Natürlich nicht zu dicht dran sein. Trotz nichts. Ah, natürlich. Vorsichtiger sein jetzt. Lohnt. Habe ich auf jeden Fall einen erwischt. Ganz gut erwischt sogar, glaube ich. Das war's. Sehr gut, sehr gut. Okay, aber gesagt, gar nicht so schwer war es gar nicht. Im Endeffekt, wenn man so rausfindet, welche Wege man gehen muss, klappt es eigentlich ganz gut. Und wir spannen, dass wir eine Note bekommen. Gut war sie nicht. Ich habe, glaube ich, kaum pariert. Eigentlich gar nicht. Was ist das? B minus. Immerhin. Wieder etwas geschafft, Leute. Wieder etwas geschafft. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.